Eine wunderschöne guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit unserem glorreichen Frankreich. Weiterhin versuchen wir, die Kolonialnation daran zu hindern, zu kolonisieren. Ich bin mal gespannt. Weil Norwegen kann ja auch kolonisieren. Die haben ja hier ihre Ideen bzw. Traditionen. Darum müssen wir jetzt hier dann die ganzen Sachen wegnehmen. Ich habe auch mal bei England und Dänemark Spionagenetzwerke gestartet. Und da versuchen wir mal Karten zu stehlen. Genau. Bei 50er Netzwerk kann man dann die Karten stehlen dann. Und da gucken wir dann mal. So, hier oben haben wir so ein bisschen das Problem, dass die ja alles belagern könnten, theoretisch. Ist auch ein bisschen doof. Die Schweden, weil die sind jetzt auch im Krieg. Schon logisch sind wir ein bisschen hinterher. Ist jetzt nicht ganz so optimal. So, wir holen mal den rein. Ja, sind halt alle echt teuer, ne? Müssen wir mal gucken. So, jetzt schauen wir mal hier. Da laufen noch diverse Teamsverbesserungen. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen schauen. Schweiz sind wir schon bei 100, okay. Müssen wir so ein bisschen darauf achten hier. Utrecht hatten wir auch erst ein, okay. Bildern, Aachen. Da könnten wir mal einen hinschicken. Ja. Und da gucken wir mal, wa? Und sind noch Rebellen, die müssen wir da auch noch wegmachen. Dass wir die anderen hier rauskriegen. Schön belagert, so gefällt mir das. Was? Oh, geil. Wir haben ihre eigenen Leute quasi gekillt. Auch nicht schlecht. Wenn wir hier mal schön belagern gehen. Das sind 26 Schiffe von Dänemark. Zwei Großschiffe, 11 belehren. Könnten wir schaffen, ne? Das heißt, mal kurz reparieren. Puh, alles durch, sehr schön. Schön belagert, einmal ringsrum. Fahren wir den mal hier hoch. So, okay. Blüten Darlehen, da können wir uns dann gleich Geld holen von denen hier. Schauen wir gleich mal. Ja, ist noch nicht alles. Da kriegt man noch ein bisschen raus. Zieh mal schnell eine Armee hier rüber. Wir haben gar nicht genug Schiffe, fällt mir gerade so auf.
Das ist ein bisschen doof. Oh. Schafft er die? Jo. Ja, wunderbar. Also, ich würde vergessen, dass ich hier oben ja auch weitermachen muss. Ich möchte möglichst die Küste hier nehmen. Das wäre gut. Danke. Dann schauen wir mal. Brandenburg wird besetzt. Das passt. Und einmal rüber. Frag mich gerade, wo Schweden ist. Na, warte mal. Wir nehmen es mal lieber hier oben die Küste. Ah, sehr schön. So, 52%, das ist doch gut. Provinzen. Brandenburg möchte aufgeben. Schauen wir doch mal. Sehr schön. Einer raus. Schaut's denn bei dir aus? Ah, der will auch schon. Sehr gut. Wer fehlt denn jetzt noch? Keiner. Was war denn mit Utrecht? Sagen, nicht aufgenügt, ne? Handelseinfluss übertragen. Da haben wir es gleich. Hm? Sind doch eigentlich alle draußen jetzt, oder? Ja. Wird schon wieder hier was Neues machen. Kriegt aber so viel Punkte. Der Wahnsinn. Ja, du kannst da ruhig belagern. Nicht? Mach du das. So geht nicht. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen am besten. Was sind das hier? Von Schweden besetzt. Okay.
Kannst du mal hier runterlaufen? Immer welche nehmen, die hier hinten belagern eigentlich. Ne? Über diese ollen Schunkler hier. Das ist nicht wahr, ne? Sammeln, so. Ich komme da nicht rüber, ist sehr belastend. Was? Werden nun Lübeck? Unrechtmäßig Territorien? Ja, kann mir egal sein. Sollen sie mal machen. Ah, okay, die Dings sind schon da. Jetzt. Schnell rein da, bevor die es machen. Perfekt. Aha. Den helfen wir mal ein bisschen, ne? Den Schweden. Hat er seine Armee? Hier? Nee, hier wahrscheinlich. Da. Ah, erwisch mal, sehr gut. Bitteschön. Gern geholfen. So. So, 39%, 31%. Sehr gut. Nehmen wir denn dann alles? Auf jeden Fall will ich das an Schottland geben. Das auch. Das auch. Der Rest für mich. So, da kann Norwegen das schon mal nicht mehr so gut kolonisieren, falls sie es vorhaben. Ein paar haben was dagegen, aber ist okay. Geldern, Friesland. Sind da nicht so begeistert von. Kann ich verstehen. Geldern. Ja. Da haben wir auch schon ganz schön Beziehungen verbessert, ne? Lüttich. Lüttich ist irgendwo, oder? Berg. Ach, Geldern. Da. Oder mal schon einen Haufen mal eh. Herr Jimini.
So, die sind jetzt noch in Krieg, ne? Es kann sein, dass die der Schweden dann verlieren damit. Schauen wir mal. Ja, müssen wir mal sehen. Na, ja, hat er lang gehalten. Juhu! Neue Militärte! Gab's nicht Kanone oder so? So, die ersten Kanonen, sehr schön. Jetzt können wir unsere Armeen endlich den Rest auch noch mit Kanonen ausstatten. Kopenhagen geplündert. Ja, mach mal. 94%. Ist gut. Ja, wir müssen noch darüber, ne? Nach Gotland oder so am besten. Burgund bittet um Hilfe. Rebellenarmee? Das soll helfen. Burgundische Thronanwärter. Moment. Was ist das denn? Machen die das jetzt? Ich hoffe. Dänemark hat nur irgendwo 20.000 Armee. Die Frage, wo? Können nicht sagen, gibt die Kernprovinzen an Dänemark zurück? Schade. Müssen wir wahrscheinlich besetzen, ne? Fürchte ich. Damit sich da jemand drum, ja, ne? Die kommen gerade. Passt. Okay. Pfalz hatte ich. Die hat den Nachfolger. Dummerweise. Was geschädigte Ruf? Wir lieben halt den Ruf. Ne? So, die kümmern sich um ihre Rebellen sehr gut. Muss ich mich da jetzt drum kümmern? Da müssen wir noch warten. Damit wir die Punkte gut gebrauchen können. Ne? Ja, komm, scheiß drauf. Na, Stärke brauchen wir nicht. Hab ich da links noch nicht gekurrt? Oh. Hoppala. Hab ich wohl vergessen.
England können wir erst 99 wieder. Ah, nächstes Jahr schon. Ne? Wertverschleiß. Was? Verschleiß? Ist aber nicht toll. So schnell kann das gehen. So, 99%. Bin ich gut endet lassen? Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Ja, das kann ich leider nicht nehmen, ne? Sehr schade. Wo sie gerade unser Spionagenetzwerk ist soweit. Hab's gleich. Wo ist es? Ja. Nordatlantik. Oh, Karibisches Meer hat er auch schon. Wir warten mal noch auf das andere Spionagenetzwerk. Mal gucken, was die Dänen so wissen. Danke. Alle zurück. Dann auch zurück. Einer können, der kann dann gleich da oben bleiben, das passt. Auch noch ein bisschen, ne? Ja, natürlich zerbricht mein Spionagenetzwerk, verdammt. Okay. Wie ich schon drauf gewartet habe. Jetzt haben wir da keine Einheiten, das ist natürlich doof. Die kriegt man auch jetzt nicht so schnell dahinter, ne? Nee. Ach, verdammt. Da machen wir den Nordatlantik. Es sind jetzt nur 9 Provinzen. Haben sie aber noch nicht viel entdeckt. Und für mich, denke ich. Ach, Mist. Voll am Verlieren hier. Geht gar nicht. Oh, Moment, hier muss ich hin. Schon Südamerika, Kanada. Gut. Okay. Marktplatz. Da
habe da noch keinen Marktplatz. Okay. War zu billig alles hier. Und noch ein Schiff, was einigermaßen ganz ist. Eine Kugel. Geh doch mal hin, ne? So, nochmal Karten stehlen. Nehmen wir mal Kanada zuerst. Oh no! Oh no! Oh no! Oh! Nein! Das darf nicht wahr sein. Ich komme da nicht ran. Aus Reichweite oder was? Ah, shit. Shit, shit, shit. Was machen wir da jetzt? Doch schon halb fertig. Da war ich zu langsam. Habe ich die Möglichkeit, da irgendwie ranzukommen? Ich glaube nicht, ne? Oh, ist das blöd, ey. Ich glaube nicht, dass das geht. Ist halt außerhalb der Reichweite, ne? Von da aus gesehen. 146 wird es wahrscheinlich reichen. Das ist ja blöd. Wenn ich mir Bronholm nehme, da könnte ich auf deutschen Orden Anspruch machen. Von da aus, wie lange haben wir da Waffenstillstand? 15,5. Dann könnte ich direkt wieder Dänemark angreifen. Gutland wäre fast besser. Andererseits, wenn er sich mit einem von hier verbündet. Machen wir es so. So, ich muss erst Korn wahrscheinlich, ne? Schottland, mein Freund. Gib ich dir das hier noch? Und das hier? So. Zu wenig Rivalen. Ja, sowas. Ich darf mal wieder jemanden rivalisieren. Ich bin begeistert. Okay. So, aber die Inseln haben wir abgeschlossen. Französische Inseln sozusagen.
Ereignis stellt uns vor die Wahl, ob wir England in unsere Verwaltung integrieren oder kulturelle Landkarte der Insel völlig neu gestalten wollen. Entweder wird es jetzt normannisch oder angoloistisch. Ich würde mal auf normannisch tippen. Ist die Frage, ob ich noch mehr erobern muss dafür. Die tweeze ich jetzt nicht. Hier Spionagenetzwerk. Ah, geht sogar von der Bedienung. Ne? So. Es gibt bestimmt schöne Aufstände hier. Im März können wir schon wieder England angreifen. Mit Schweden und Friesland verbunden. Aber Schweden macht nicht mit. Das ist super. So. Rebels kann man dann auch angreifen. Drei. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Keine Truppen hier groß haben, schätze ich. Ich warte mal noch mit denen über die Inseln. Ob ich das verhindern kann, ich bin mir nicht sicher. Müssen wir mal gucken. Sieht eher schlecht aus. Hier oben machen wir schon eine Kamerawinz. Und sind wir dann schon mal in der Reichweite, wenn das durch ist? Das ist gut. Die können wir annektieren. Ach hier, Navarra habe ich vergessen. Da war ja noch was. Die wollte ich auch erobern. Das ganze Geld wird da ausgegeben, ne? Da habe ich keins mehr. Und London zum Start machen. Das kostet wieder auf den Punkte. Die habe ich nicht. Bin ich schon recht weit bei der Überdehnung. Da wurde Frieden gemacht. Aber das Bündnis behalten. Okay, England, Krieg erklären. Ist niemand Rückeroberung oder Eroberung? Seit weniger AE, ne?
Hör mal auf, hier durch zu laufen. Machen wir es mal hier oben, die Kernbomben. Dann der Rest. Eigentlich müsste Norwegen nur pleite genug sein, ne? Damit sie die verliert, die Provinzen. So gesehen. Keine Ahnung, ob die das schaffen, aber sollten sie eigentlich. Normalerweise. Und wieder ein Spionagenetzwerk. So, wahrscheinlich mit Schweden ist vorbei, aber von denen brauche ich erstmal nichts. Dänemark ist keine Großmacht mehr. Deutsche Orden ist raus. Ist auch durch. So, die hier oben. Wir hätten einen Anspruch, theoretisch. So, jetzt habe ich den Diplomaten. Machen wir mal weißen Frieden. Okay. Dann geht man das alles an Schottland. Na, die nicht. Haben sie keinen Anspruch. Ah, kostet trotzdem. Ja, dann ist egal. Können den von der Küste komplett abschneiden? Nein, nicht ganz, ne? Das hier weglassen. Ah, da komme ich nicht hin. Dept. Sie ist so gut entwickelt. Was ja blöd. Machen wir es so. Auf der falschen Seite.
So. Okay. Das war ja komisch jetzt. Oh. Hab die falsch aufgeteilt. Sehr schön. Hängt dann auch fast komplett weg. Wir fehlen da jetzt noch. Nicht mehr so viel. Machen wir das hier mal. Französischen Inseln. Unser größter Feind, das Könighaus Britanniens, existiert nicht mehr. An seiner Stelle bleibt eine Wirtschaft in Trümmern und ein Volk zurück, das irregeführt wurde und keine Stimme hat. Hier ist leider. Trotz unserer Rivalität sollten wir in Erwägung ziehen, diesen Menschen in unsere Verwaltung einzugliedern. Wahlweise hätten wir allerdings auch jedes Recht, sie dazu zu zwingen, nach unseren Regeln und Bräuchen zu leben. Englisch als akzeptierte Kultur. Britische Marinekompetenz bis zum Ende des Spiels. Oh, das ist gut. Oder? Man muss die absolute Herrschaft haben. Bünde von Entwicklung senkt außerdem den Nationalismus jeder Provinz dieser Region um 5. Na super, es kommt ein bisschen spät. Kostenkontrolländerung minus 20. Zum Ende des Spiels. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Und die Frage, möchte ich Kulturen wechseln? Das ist hier die große Preiswahl. Oh, das hier haben wir auch. Da kriegen wir Moral plus 5. Nehme ich. Brauchen wir hier. Hegemon oder 150 Großschiffe. Wow. Okay. Bünde von Entwicklung. Ja, super. Ein bisschen spät. Ich habe hier auch nicht mehr wirklich was zum Bündeln. Es gilt die Bündelung von Entwicklung. Nationalismus senkt, es gilt aber nur für da oben, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Könnt ihr ja versuchen, möglichst viel Französisch zu machen, das wäre noch eine Idee. Aber will ich das? Nee, komm, wir akzeptieren die Kultur. Fertig. Das reicht mir. Okay. Sehr schön. Irgendwie. Ah ne, passt. Alles gut. Kann ich gleich mal unterdrücken. Schiffe technisch. Hätten wir eigentlich noch was gebrauchen, ne? 20. Immer auf 30 hoch. Na, Wache mal erobern. Wie die mal wechseln.
Savoy in Florenz. Okay. Könnte man so als nächstes angehen, ne? Ah, das ärgert mich aber schon jetzt, ne? Ansprüche auf Norwegen. Und Mecklenburg. Okay. Da fehlt es an Punkten, ne? Ist das Problem. Kardinalsminister, da hat man immer das Problem, dass sie dann Ärger machen irgendwann. Und das kann man da reinmachen. Schatten könnte man dann eigentlich auch gleich. Ein Apanake geworden? Warte, hä? Jetzt. Hab schon da verpasst. Das wäre mir aber null. Helfen da mal. Kompetente Diplomaten, ist gut. Und da mein Anspruch. So. Kann ich dich um Kartenteilung bitten? So, wir haben kein Vertrauen, ne? Ja, das ist natürlich doof. So können wir ja eh nicht, ne, teilen, solange wir keine 50 Meinungen haben. Fällt mir gerade so auf. Fiel mir gerade wieder ein. Wer ist denn das? Achso, die Dingens. Okay. Schaut's hier aus. Der werden wir von welchen nicht mehr gewählt. Bam. So, du kommst mal zurück. Schnappen uns Wales und die Inseln noch. Muss mal da hoch. Beziehungsweise darüber. Wie viel sind wir jetzt? 49. Ja, es steigt aber kontinuierlich. Ne? Also passt das schon. Die Apanaken haben wir jetzt alle annektiert. Ne? Ich glaube, wir müssen noch kurz schauen. Ja, Burgund und Provence müssen noch annektiert werden, auf jeden Fall. Das lohnt sich ja gar nicht so richtig. Hm.
Dann können wir das wieder wechseln. 15,7 erst. Dauert noch ein bisschen. Mal befördern. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen drüber. Hm? Aber ein bisschen zu viel Truppen, war. Das jüdische Fanatiker. So, haben wir Land beschlagnahmt. Sehr schön, perfekt. Savoyen untergebenen Kriegsgrund. Nee, Bordeaux ein Dock. Na gut. So, wo hängen wir wieder hinterher bei der Diplo? Na super. So, nee, dann tue ich ihn jetzt noch nicht annektieren. Behalte ich noch. Jürich könnte man noch reinnehmen. Da keinen Ärger gibt. So. Hm? Verrühr? Ach, hier. Ah, shit, ey. So, wie schaut's denn hier aus? Oh, die sind Vasall geblieben. Einen Anspruch auf Oldenburg. Jo. Haben nur Häfen blockieren. Moment. Ich hab doch hier einen Anspruch. Da kannst du auch hier einen machen, oder? Jo. Dann auf geht's. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, noch mal in Dänemark zu kommen. Das wäre super. Schauen wir gleich mal. So, Spionage in der Zecke laufen. Wäre fast ein Spion lieber hier, ne? Ja. Jetzt machen wir es so. Okay, läuft doch super. Schon wieder viel zu lang gemacht. Dann können wir ja wieder heute Schluss machen. Erst einmal. Ich danke dir immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Und dann können wir hoffentlich irgendwie noch diese eine Provinz Norwegen wegnehmen. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall, ob wir das hinbekommen. Ansonsten war es das für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.